Yabi, yabi, yahoo, yahoo, yahoo. Okay, wir müssen also nochmal durch Graf Draculas Schloss, der Funk Royale hier heute, falls ihr das erste Video ist, was ihr von mir hört. Heute habe ich eine kaputte Stimme, weil irgendwas ist mit mir geschehen und ich weiß jetzt einfach, hahaha. Sehen wir mal. Und sehen wir mal gar nichts, nämlich. Sehr cool. Gehen wir mal hier durch und sehen wir dann vielleicht was. Nein, wir sehen gar nichts. Es ist so genial, was ich nicht entdecke. Krass. Ja, meine Stimme ist irgendwie über die letzten paar Tage ein wenig, kaputt gegangen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Eventuell daran, dass ich geschrien habe bei Donkey Kong und eventuell waren auch... Ich habe meine Stimmen, ach, schade. Ja, meine Stimmensachen vernachlässigt, die ich hätte machen sollen. Aber nicht wirklich oh, das ist so unfair. Ein Bewegungsmuster, welches ich nicht abschätzen kann. Oh Gott. Ist ja... Okay, meiner, alles meins. Okay, hier oben ist auch nichts. Ich soll den Grafen finden, den Grafen im Schloss. Und wo kann er sein? Wo kann er sein, der böse Graf? Der Dracula Lord. Ich habe den Namen vergessen. Oh Gott, bin ich so doof? Ich bin offensichtlich so doof. Okay, und unser Pogo-Star, Pogo, wir tanzen den Pogo den ganzen Tag, Tag. Mit einer Ente, es ist der Wahnsinn, mit Onkel Dagobert. Ich werde jetzt irgendwie... Ich muss heute leider noch arbeiten gehen, jetzt gleich bald. Och nein, Mann, oh. Und ich hoffe einfach, dass ich meine Stimme heute über den Tag, ich habe mir Tee gemacht schon, den werde ich auch trinken, dass die meine Stimme über den Tag wieder besser wird, weil sie ist, wie es gerade ist, das kann so nicht weitergehen. Also bitte habt Nachsicht mit mir wegen dieser desolaten Stimme, die jetzt gerade durch die Boxen in euer Ohr dringt. Ihr denkt euch, das kann doch nicht der Funk Royale sein. Der Funk Royale, der ist ja ansonsten immer so laut und redet so schnell und ist so voll toll und da und jetzt ist er so doof. Das liegt einfach daran, dass die Stimme doof ist, Leute. Es ist einfach so. Egal. Habt mich lieb, bitte. wollen wir nach rechts? Ja. Gehen wir erstmal nach rechts. Da. Wir gehen hier nämlich in den geheimen Raum. Und da ist nix. Na, es war toll. Aber wir gucken weiter. Vielleicht ist er einfach da, wo Gundel Gaukelei war. Eventuell, wenn wir Glück haben, ist er da. Ich hoffe es. Ich hoffe es um meinetwillen, um euretwillen. Denn wir haben nur noch zwei Versuche und... Oh Gott. Ich wollte sagen, noch drei Lebenspunkte, aber jetzt haben wir wieder... ich wollte sagen, noch zwei Lebenspunkte. So, Funk, krieg dich mal wieder ein. Bounce. Dann gucken wir gleich mal, ob er bei Gundel Gaukelei ist. Eventuell ist er da. Wir wissen es nicht. Es interessiert uns aber total. Und dieses Spiel ist so süß. Aber jetzt beeile ich mich einfach. Hier, weil... Nein, genau das. Oh Gott, ich hab's endlich mal geschafft. Und... Ja, oh Gott, Graf Dracula. Oder der Lord. Oh, Hilfe. Oh Gott, da ist er. Nein, was soll das? Okay. Nein, es ist unfair. Was zum... Oh Gott. Also, jetzt kommt eine Fledermaus. Und die ist dann so und... Jetzt erwischen. Okay. Du erscheinst über mir, oder? Oder da. Jetzt. Und Fledermaus... Nein! Hier, dicke. Nur noch ein Versuch. Nein. Streng dich an. Funk, du musst dich auch anstrengen, übrigens. Nein. Okay, die lassen wir außer Acht. Oh Gott, gut. Okay. Ja, und? Treffer 2. Noch dreimal treffen und wir haben nur noch einen einzigen Lebenspunkt. Okay, jetzt komm. Ja. Und noch zwei Treffer eher. Ich noch einen Treffer. Oh Gott, diese Entscheidungsschlachten. Ich hasse die. Eventuell geht sowas auch mal auf meine Stimme, weil ich dann meine Stimme ein wenig anstrenge. Oh Gott, nur noch einen Treffer eher. Jetzt die Entscheidungsschlacht. Nein. Ja. Und? Ich habe ihn besiegt. Oh mein Gott, ich habe ihn besiegt. Er ist weg, oder? Was ist jetzt los? Was ist... Message. Das ist doch nicht McMoneysack, sondern... Wie hieß der Schotte nochmal? You may have beaten Dracula, Duck, but not me. Wie bitte? Gundel Gaukelei hilft diesen Schotte. Wie hieß der Schotte? Scott Mac... Nein. Naja. If you want the treasure back, you'll have to catch me. Nein! Schnell, Dagobert. Okay, ganz schnell. Oh mein Gott, was ist jetzt los? Ja. Ja, ich war schneller als er. Heißt es, ich hab's geschafft? Das war's? Es war's. Aber egal. Ja, oh Dagobert, du hast deinen großen... Aber wir haben viel mehr Gold eingesammelt, als da in dieser kleinen popeligen Schatztruhe drin ist. Aber du freust dich trotzdem wie ein Entenschnitzel. Oh, du bist so ein süßes Entenschnitzel. Ich mag dich so. Moment, dafür aktiviere ich meine... Was hat er denn jetzt gemacht? Okay, das sah sehr eigenartig aus. Egal, was auch immer das war, ich hole meine Ente. Ente? Hier ist Ente. Und Dagobert Duck freut sich nämlich so. Nein, ich habe jetzt nicht lesen können. Ihr habt's gelesen, hoffe ich.
Da sind Hui, Knui, ah. Hooray, Uncle Scrooge. We're glad you found the treasures. But don't forget, we helped you. We helped too, yeah. Total geholfen. Geh bitte wieder zurück. Bitte, hilf meinem Bruder. Ihr habt so geholfen, das ist der Wahnsinn. Also, ganz im Ernst. Und warum ist diese Musik so eigenartig? Okay, ich habe dieses Spiel geschafft. Ziemlich schnell in 10 Let's Plays. Und Dagobert sagt, right, lads, Enkelchen. I couldn't have done it without you. I really am the richest duck in the world. Oh, ja. Hier in Duckland. Hilft zum Happy End. Nein, ich kann's nicht. Ich kann es ansonsten. Das ist der Vorführeffekt. Ich bin natürlich immer noch ein wenig herzpochern, wenn ich hier alles irgendwie aufnehme. Ducktet. Oh Gott. Der sie nicht mag. Egal. Ein sehr schönes Spiel. Es hat mir wirklich sehr gefallen. Das sind. Und ich freue mich, dass ich diese Reihe entdeckt habe und auch vorgeschlagen bekommen habe von 2 Leuten. Dafür danke ich euch sehr. Weitergehen wird's mit DuckTales 2, auch für den NES, und dann kommen noch ganz viele andere Teile. Ich habe noch 2 neue Teile von euch erfahren, ich freue mich wirklich drauf. Der Funk Royal geht jetzt nochmal irgendwie sich, weiß nicht, die Stimmbänder austauschen, irgendwas. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, und ansonsten, ich mache ja auch sowas für euch. Aber die nächsten Tage, falls ich... Okay. Ich kann's immer noch nicht. Ey, ich kann das auswendig, aber vielleicht ist die Musik auch anders, dass ich da nicht reinkomme ins Feeling. Egal. Ja, ich nehme trotzdem was auf für euch, aber es wird nicht denselben Enthusiasmus haben gerade, weil einfach... Ich muss auf die Stimme achten. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich liebe euch. Bis bald, süße Leute. Tschüss. Was auch immer das jetzt am Ende sollte. Funk Royale over and out.